Herr Vorsitzender, lieber Herr Dr. Wernicke, hochverehrte liebe Frau Roth, meine Herren Wagemann und Tillmann, verehrter Herr Professor Schütt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bringe Ihnen aus Brüssel gute Wünsche der Europäischen Kommission, Ihnen der Techema-Familie mit ihrer Achema 2012. Am heutigen Sonntag mit der Eröffnung, einem Sonntag, der vielleicht herausragen wird aus dem Kalender, weit über den Tag und das Jahr hinaus. Damit meine ich weniger Dänemark gegen Deutschland, auch nicht den zweiten Wahlgang für das Parlament in Paris, nicht einmal alleine Griechenland und die Wahl für das dortige Parlament. Nein, es geht mit Rio plus 20 und mit G20 parallel um das Gesellschaftsbild, das Bild von Wirtschaft und Umwelt, um die Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder von Europa im globalen Zusammenhang. Dabei spielt die Chemie eine entscheidende Rolle. Und ich glaube schon, dass gerade Deutschland auf dem Höhepunkt seines ökonomischen Erfolgs, nie war der Arbeitsmarkt so gut wie derzeit, nie waren die Steuereinnahmen so hoch wie derzeit. Ich gehe fest von einer Steuerschätzung im November, die erstmals nach unten führt, für Kommunen, Länder und den Bund aus. Nie war die Ausbildungsquote so überzeugend wie derzeit. Und nie war das Ansehen für Made in Germany, für Produkte von Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau und Chemie, so intakt wie in der Gegenwart. Wir stehen, und zwar bevor in 14 Tagen Bundesländer mit den Schulferien beginnen, vor entscheidenden Weichen, die zu stellen sind, wenn das Fundament für ökonomischen und sozialen Erfolg für Deutschland, Europa, in der Welt gehalten werden soll. Erstmals, und zwar nachdem Mitte der 50er Jahre im letzten Jahrhundert Europa begonnen hat, und zwar mit Energie und Stahl in der Montanunion, nachdem seitdem Europa immer ein Prozess der Erweiterung und Vertiefung gewesen war, von 6 Ländern, und Deutschland durfte dabei sein ab dem ersten Tag, über 12, 15, auf heute 27, im nächsten Jahr 28 europäische Nationen, 23 Muttersprachen unter einem Dach, einen Binnenmarkt für über 500 Millionen Menschen, den größten weltweit, einer Währung für 17 Mitgliedstaaten, einer Zone, einer Region, einer Heimat, einem Kontinent von Freiheit und Freizügigkeit, ohne Visumpflicht, ohne Passkontrollen, ohne Zollschranken, ohne Protektion und Subvention, ein offener Binnenmarkt für Menschen, Arbeitnehmer, Unternehmer, Touristen, Waren und Güter und Dienstleistungen, Ideen. Erstmals stehen wir in der Gefahr, dass die Idee eines vereinten Europas zerrinnt, dass Spaltung oder dass mangelnde Bereitschaft zur Mitverantwortung Europa prägt, dass Populismus von rechts und auch von links, von rechts mit den wahren Finnen in Helsinki, in Den Haag mit Wilders und anderen, von links in Athen den Zusammenhalt in Frage stellt. Deswegen glaube ich, dass Deutschland in diesen Tagen mehr tun als nur Business as usual leisten muss. Gerade mit unserer wirtschaftlichen Kraft. Unsere Wirtschaft war nie so stark wie heute. Und ist das entscheidend mit unserer Ingenieurkompetenz zum Ersten, also forschen, entwickeln, tüfteln, planen, Präzision, in dem wie Materialbearbeitung geschieht, und unserer industriellen, gewerblich-technischen und handwerklichen Wertschöpfung zu tun. Dazu wenige Zahlen im Vergleich. In der Europäischen Union hat das Thema Industriewertschöpfung noch vor 10 Jahren in unserem europäischen Sozialprodukt eine Bedeutung von 22,4% gehabt. Heute noch 18,7%. Und in einigen Mitgliedstaaten ist dies frappierend und Deutschland unterscheidet sich
hiervon vorteilhaft. Belgien im Jahre 2000 und 10 Jahre später abgesunken von 22 auf 16,5%. Spanien von 20,9 auf 15,8. Das größte industriell geprägte Unternehmen in Spanien heißt SEAT. 3.000 PKWs von der schlechteren Sorte in VW-Konzern, dort eher ein Ballast und in Spanien der größte Industriekonzern. Frankreich, die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft, sank von 17,8 auf 12,5 ab. Und Peugeot und Citroën stehen erstmals vor Werksschließungen. Opel ist nicht standalone in Europa, waren die letzten Jahrzehnte von Standortgründung, Standorterweiterung und dann neuen Werken in Deutschland und Europa geprägt, wird in diesem Jahr erstmals ein Name wie Fiat, Opel oder Peugeot, Citroën sein genannt, wenn man rein betriebswirtschaftlich denkt, es um Standortschließungen gehen müssen, weil Europa stagniert, in Wahrheit sich in Rezession befindet, unabsehbar, und weil andere Märkte, China, Indien, Russland, im Aufbau sind. Das heißt, wir sind mitten in einer ökonomischen Zäsur. Italien von einstmals 23,5 vor 10 Jahren auf 19,3. Finnland von 28,4 auf 22,4. Großbritannien von 22,0 auf 15,6. Und die Engländer haben ja ganz bewusst als die einstmals frührende Industrie- und Energienation Industrie abgeschafft. Stahlbearbeitung, Metallbearbeitung, Fahrzeugbau und Investmentbanking eingeführt. Heute haben sie viele Investmentbanken, junge Investmentbanker mit Nickelbrille, altklug, arbeitslos. Wir haben die Industrie gehalten. Das macht einen Unterschied. Und daneben Dienstleistung, gerade in der Region Frankfurt aufgebaut. Aber daneben und nicht anstatt. 3 Länder Europas haben ihr Industriepotenzial so gut es ging genutzt. Die Niederlande waren bei 19,3, heute 18,6. Österreich war bei 23,0, heute 22,3. Und Deutschland hat vor 10 Jahren 25% industrieller Wertschöpfung gehabt, heute 24%. Das ist stabil. Das heißt, die entscheidende Frage für den Standort Deutschland und für Europa insgesamt muss sein, wie halten wir unsere industrielle, gewerblich-technische, handwerkliche Wertschöpfung? Und wie schaffen wir es, dass in Regionen, wo es keine Industrie gibt, Industrie aufgebaut wird? Und ich glaube, dass deswegen von dieser Messe mit der chemischen Industrie als einer Schlüsselindustrie für Industrie insgesamt die Botschaft ausgehen muss, gerade jetzt halten wir an Grundlagen fest, dass Chemie in Deutschland wachsen und gedeihen kann, dass Chemie Standortvorteile genießt und zurückbekommt und dass nicht ein fahrlässiger Prozess der deindustriellen Entwicklung auch Deutschland in entscheidender Zeit prägt. Dabei reden einige von alten Industrien und nennen sie gar graue oder braune Industrie und von neuen Industrien und reden von grüner Industrie und Green Economy. Abgesehen davon, dass eine grüne Industrie nur eine kurze, kostenfreie Wahlkampfhilfe für eine Partei sein kann, unterscheide ich nicht zwischen alten und neuen Industrie. Ist Stahl eine alte Industrie? Ja, sie ist uralt. Aber sie ist neu und moderner denn je, denn ohne Stahl keine Windmühle und ohne Aluminium kein Kabel. Das heißt, die Unterscheidung ist schlichtweg falsch. Es gibt alte chemische Produktion und neue Produkte. Es gibt energieintensive Chemie, die nachher in der Energieanwendung Energieverbrauch sparen hilft. Und deswegen, ich fordere auf, dass ein Leitbild Europas prägt, überall, wo Wertschöpfung notwendig, Produkte notwendig sind, muss Europa dabei bleiben, Deutschland voran. Und zurück zum Thema unserer eigentlichen aktuellen Krise, die eine Staatsschuldenkrise ist. Natürlich ist derzeit Deutschland von Vertrauen geprägt. Aber ich sage Ihnen, in Wahrheit macht Arroganz keinen Sinn.
Deutschland ist in der europäischen Staatsschuldenkrise ein Teil des gemeinsamen Problems und nicht die Lösung per se. Europa hat bei 13.500 Milliarden Bruttosozialprodukt 11.500 Milliarden Schulden, wenn man EU-27 addiert. Die Gesamtschuldenlast liegt bei 85%. Deutschland liegt derzeit bei 82%. Also Mittelfeld oder Mittelmaß. Wir reden gerne, und zwar auch im Boulevard mit Leitartikeln und auch bei hoch angesehenen Zeitungen, die leider eben nur im deutschsprachigen Raum ihre Leser sehen und aus Frankfurt kommen, reden über die schlechteren, über Griechenland, Irland, Spanien, Portugal, Italien. Zum Teil kritisch, zum Teil auch abfällig. Wer Mittelmaß ist, also im Fußball in der ersten Liga Platz 10, also meinetwegen Nürnberg oder bald wieder Frankfurt, vermute ich, und nur über Lautern, Köln und Hertha spricht, aber nicht erwähnt, dass Schalke, Dortmund, Gladbach, Bayern besser sind, ist nicht wirklich objektiv. Wenn man dann in Deutschland bei einer mittelhohen Gesamtverschuldung, bei einer Gesamtverschuldung im Mittelfeld noch die Rentenerwartungen und die Pensionszusagen und unsere Altersstruktur ergänzt, kommt zum Ergebnis, wir sind Teil des Problems und nicht die Lösung in Perfektion. Selbst wenn in Deutschland die Schulden nicht mehr stiegen und die Wirtschaft wird nie mehr so stark in dem Jahrzehnt wie in diesem Jahr sein, und trotzdem machen wir auch in diesem Jahr neue Schulden. Selbst wenn die Schulden nicht mehr stiegen, steigen sie in Deutschland dauerhaft an, weil die Zahl der Schuldner, die Zahl der Steuerzahler, die Zahl der Leistungsträger, Arbeitnehmer, Unternehmer zurückgehen wird. Denn meine Generation hat einiges richtig und zwei große Fehler gemacht. Wir haben öffentlich Schulden angehäuft und parallel vergessen, wie man Kinder kriegt. Dies ist in meinem Alter schwer nachholbar. Das heißt aber, die Zahl derer, die in 10 Jahren unsere Schulden bedienen oder tilgen, ist deutlich geringer als die Zahl heute. Nochmals, Deutschland ist nicht die Lösung in Perfektion, wir sind Teil eines Gesamtproblems.